Leute, ich habe auf meinem Zweitkanal einfach die Monetarisierung verloren. Das heißt, ich verdiene mit den Videos kein Geld mehr. Deswegen habe ich jetzt ganz viele Videos vorproduziert zum Thema Logarithmusfunktion, E-Funktion, Kurvendiskussion im Allgemeinen. Gebt euch bitte über den ersten Link in der Beschreibung meinen Mathe-Nachhilfe-Kanal und checkt vor allem das Video ab, was ich jetzt zeitgleich mit diesem Video hochladen werde. Damit ich hoffentlich die Monetarisierung auf diesem Kanal wiederbekomme und euch hoffentlich mit Mathematik-Nachhilfe-Videos weiterhin helfen kann. Das war's und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey. Reef stinkt wie eine Tonne vom Giftgas. Lass einfach stinken, so wie Monte in Snipska. Es gibt Low-Kicks, bis sich die Pratzen drehen. Unge ist vegan, aber nicht, wenn es um Katzen geht. Schmutz in der Szene, jeder lutscht an dem Penis. Ihr habt keine Depris, ihr habt Luxusprobleme. Ihr schiebt Filme wie DJI. Welcher Bastard guckt Phoebe's Life? Tap on your Mac. Keine Ader, nein, das kam nie vom Stress. Natürlich spuckst du Blut, du hast Arnie gelebt. Und Arnie wäre cool, wenn du paar Voodoo-Tipps gibst, damit Monte endlich auf YouTube Kids streamt. Ja, Leute, was geht ab? Euer Unboxing-YouTuber des Vertrauens ist gerade wieder am Start. Und auf YouTube gibt es auch gerade einen neuen Trend, nämlich über irgendwelche Influencer Sachen auspacken, die ich im Grunde genommen schon vor Jahren gesagt habe. Und mir keiner glauben wollte, obwohl die meisten YouTuber damals schon über Unge viel, viel mehr wussten als ich. Wie zum Beispiel, als er damals ein Video gegen sein Mediakraft-Netzwerk gemacht hat, obwohl er eigentlich derjenige war, der vertragsbrüchig wurde. Und am Ende des Tages wurde trotzdem das Netzwerk gefickt und nicht Unge. Oder die Tatsache, dass Unge immer wieder, wenn er merkt, boah, Kanal tot, keine Klicks mehr, er versucht irgendwie zu polarisieren, wie damals. Mit so Milch ist Gift, Öl ist Gift. Und immer wieder kommen bei dem so Moves, wenn der versucht, irgendeine neue Idee auf YouTube zu bringen. Wisst ihr noch damals, wo der meinte, ja, ich habe Sozialphobie, Depri, ich habe keinen Bock mehr auf Internet, alles scheiße. Am Ende, was macht der? Ein paar Sekunden später kommt er auf einmal als VTuber wieder. Und was passiert danach? Er kommt wieder als veganer Unge. Und dann sagt er auf einmal so, oh ja, der hätte voll die Porn und sonst was. Bruder, ich war mit dem privat am Abhängen. Ihr wisst, ich war ein kleiner notgeiler Nafri. Ich hab mit dem geredet, so, ich hab gemerkt, der Junge, der ist halal. Deine eigene Ex-Freundin sagt sogar, ey, was für Porn. Da war gar nicht so. Und auch immer wieder dieses, was jetzt nicht nur Unge heuchelt, aber auch die anderen ganzen Influencer, dieses, ja, ich bin gerade in Therapie, ich bin in Behandlung. Am Ende sieht man, seine eigene Ex-Freundin macht Video gegen ihn, zeigt Chatverläufe, wo drinnen steht, dass er anscheinend nicht in Therapie war, weil er ja immer noch so einen Knacks hat und sich scheinbar gar nicht helfen lassen will und sonst was. Für mich wirkt das alles wie so Promo-Moves, damit man einfach so ein bisschen Spannung in das Ganze reinbekommt. Weil ihr müsst euch vorstellen, so Leute wie Unge sind 48 Stunden am Tag live, jeden Tag machen die Videos und sonst was. Ist doch klar, dass dir irgendwann die Ideen und die Themen ausgehen und dann musst du irgendwie mit das von Seite kommen. Jedenfalls, nachdem jetzt diese Sache mit End in the Dark, Reefed und Moki, was weiß ich da war, kam Unge wieder auf ganz heuchlerische linke Art von der Seite, hat dann bei Twitter so einen Post verfasst, in dem er sagt, dadurch habe ich jetzt Mut bekommen, auch was zu sagen, deswegen packe ich jetzt auch aus. Und dann hat Unge auf Twitter über so ein paar Chayas ausgepackt. Jedenfalls kam dann raus, dass Unge das Ganze nur gemacht hat, um sich abzusichern, weil der schon vorher gecheckt hat, scheiße, meine Ex-Freundin macht jetzt ein Video gegen mich und packt aus. Auch, dass er die Anitima benutzt, um sich da irgendwie als Opfer darzustellen und sich irgendwie bei Reefed und Mauki einzureihen. Das ist so krass. Mich wundert das Ganze gar nicht, weil es gibt auch voll viele Heuchler im Internet, die dann irgendwie so Themen nehmen, die gerade aktuell sind und sagen, die, ja, jetzt fühle ich mich daran bestärkt, jetzt packe ich auch mal aus. So wie der damals bei Iblali gemacht hat, als der nach Madeira auswandern wollte, eine Wohnungsbesichtigung hatte und irgendwo dann direkt auf Twitter gepostet hat, boah, es ist Corona und du kommst hier hin. Obwohl das nicht wegen Corona war, sondern einfach nur, weil Unge keinen Bock auf Iblali hat. Weil als dann dieser Fritz Meinecke nach Madeira kam, hat Unge direkt mit den abgehangen, etwas geretweetet, dies und das. Aber bei Unge war das halt so krass auffällig, dass er dann richtig gewachwert wurde. Auf jeden Fall hat Unge dann nicht so viel Zeit bekommen wie ich vom Finanzamt und daraufhin kam dann auch direkt das Video von Unges Ex-Freundin, in dem sie über ihn ausgepackt hat und eigentlich das gesagt hat, was ich schon vor 2 Jahren gesagt habe, mit natürlich noch ein paar persönlicheren Sachen. Die hat zum Beispiel auch so Sachen gesagt wie, ja, privat hat er einen ganz anderen Humor als vor der Kamera. Und da kommt jetzt nochmal ein Punkt, wo ich anfangs dachte, ja, es ist einfach sein Humor und dann macht er erstmal Witze auf meine Kosten. Guck mal hier, geshoppt aus Thailand, 20 Euro. Haha, hihi. Daran erinnere ich mich so gut noch daran, weil ich mich so unwohl gefühlt habe. Aber gerade bei sowas denke ich mir, ey, aber warum hast du nie was in dem Moment gesagt, wenn er diese Witze gemacht hat? Unge hat mir sogar damals privat Videos auf WhatsApp geschickt, in dem er folgende Witze mit ihr macht. Sie geht auf die Knie, weil sie betet in Richtung Mekka. Schön, halal, Haferflocken. Das kennst du in deinem Land nicht, ne? Was gibt's da zu essen? Hund. Ich habe mit Unge immer so schwarzen Humor gehabt, weil ihr kennt meinen Humor. Der ist so krass, der wird sogar auf Sylt gefeiert. Aber in diesem privaten Video seht ihr sogar, dass die einfach gar nichts gesagt hat. Die hat damals einfach mitgemacht. Wie kannst du dich auf einmal dann später so krass jucken? Und wisst ihr, was heftig ist? Dieses Video von Unges Ex-Freundin hat Iblali für sie geschnitten. Und Iblali hat dann extra das Video so geschnitten, dass der am Ende nochmal erwähnt wird, damit er auf jeden Fall sein Video auch direkt hochladen kann. Und das Video von Iblali kam direkt auch online. Weil Unge die Ex-Freundin von Iblali gefickt hat. Bruder ist ekelhaft. Das ist der, den ich sagt, ihr fickt meine Ex-Freundin, weil ich würde drauf jizzen, weil es gibt manche kranke Menschen, die stehen darauf, so voyeur zu gucken, wie seine Frau gefickt wird und so.
Bruder, ich bin einer davon. Nein, Spaß beiseite. Aber Beziehungen sind ja haram. Normal werden Leute davon depressiv oder fangen an, Blut zu spucken. Aber Weg, schnüffel mal ein bisschen Weg Medienet und chill. Du warst mit der, glaube ich, 6 Sekunden oder maximal einen Monat zusammen. Bruderherz, was hast du für Uhu Butterfix-Finger? Dein Mindset, wenn es um eine Frau geht, ist so wie von dem hier. Du gehörst mir, du bist meine Frau. Du bist mein Eigentum ab sofort. Ja, dein Fleisch gehört deinen Eltern, aber deine Knochen gehören mir. Aber dann nicht mehr ei bladi blasi. Ich war doch von Anfang an da, Cousin. Stattdessen, wo ich Spiel mit den ganzen Leuten hatte, reagiert er so auf mich. Ey, wirklich, dieses Video ist das schlimmste ABK-Video, was ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe, ne? Ich wünschte, ich könnte 5-mal Dislike geben. Guck mal, wie er mit mir geredet hat, obwohl er zu diesem Zeitpunkt wusste, dass das, was ich eigentlich vor der Kamera sage, stimmt, dass ich recht habe. Aber ich weiß, warum mir ei bladi damals kein Recht geben wollte. Ich meine, vor 3 Jahren hat er in einem Video auch Folgendes zugegeben. Und deswegen habe ich immer gesagt, dass zum Beispiel YouTube-Beefs auch keine wirkliche Bedeutung haben, weil die Leute nur danach gehen, wer ihnen sympathischer ist. Du Hurensohn. Und darf auch einfach einen Kuss auf ei blasi, weil der wenigstens als einziger jetzt vor der Kamera gesagt hat, dass ich mit dem Ganzen, was ich gesagt habe, recht hatte. Das ist nichts gegen ABK, ich habe da gar kein Beef mehr mit dem. Ich hatte früher zwar auch mal Beef mit ABK, aber in einem Punkt musste ich ihm wirklich zustimmen. Und zwar darin, dass diese Influencer-Szene richtig, 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 richtig dreckig sein kann. Dafür auf jeden Fall eine Runde Mario Kart gegen dich um die Babyparkplätze von Genghis. Jetzt wird's noch krasser. Ei blasi hat allen Ernstes geleakt, dass Unge sich Fake-Accounts macht, mit denen er sich dann selber gut redet im Internet, wenn jemand was Schlechtes über Unge sagt. Und ausgerechnet er hat damals in dem Beef, wo mir dann keiner was geglaubt hat, Folgendes über mich gesagt. Solange alles nach deiner Nase läuft und solange dir Leute zusprechen, sind die dann real und dann Props und Respekt geht raus. Ich habe mein Video hochgeladen, 20 Minuten später werden bei Unge im Livestream die Bewertungen ausgeschaltet. Dann blockt er teilweise noch Zuschauer von mir, die eigentlich nur ganz normale Sachen geschrieben haben. Aber jetzt im Nachhinein, wenn ihr euch das nochmal anguckt, dann checkt ihr, was ich euch die ganze Zeit sagen wollte. Rachel hat mir von Unges geheimen Zweitaccount auf Twitter erzählt, Lurk Girlie, wo er sich als eine andere Person ausgibt, dessen einziger Inhalt es ist, Unge zu verteidigen. Hey Unge, was bist du für ein Jobcenter-Pflichtverteidiger mit zu großer Anzug aus C&A, dass du da sitzt und dich selber verteidigen musst? Hör mal zu, du kleine virtuelle Transe, was sind deine Pronomen jetzt? Ich glaube X und Fake-Account, ne? Du bist Multimillionär, du kaufst Häuser über PayPal. Dann hättest du auch wenigstens für diesen Lurk-Girlie-Account einen blauen Haken kaufen können. Dann wärst du jetzt nicht direkt aufgeflogen. Irgendjemand auf Twitter schreibt, Unge war hier und da ein bisschen problematisch und dann kommt Unge als Lurk-Girlie und sagt, nein, Unge hat alles richtig gemacht. Da fragt man sich, wie weit würde dieser Mensch noch gehen, um seine weiße Weste zu verteidigen? Und ihr habt mir damals nicht geglaubt, wo ich euch gesagt habe, ey, dem ist das so wichtig, was andere über den Internet sagen, ob die seine Videos liken und sonst was. Damals, weiß ich auch, wo ich Beef mit dem hatte, hat er so reagiert. Unge verkauft jeden für sein Saubermann-Image. Wahrscheinlich. Das krasse ist, dass sogar damals ein Wiska Barca über Unge Folgendes gesagt hat. Unge hat einen Satz gebracht, der hat mich echt auch ziemlich auf die Palme gebracht, als er meinte, jo, Wiska Barca, ich habe fast nichts von ihm gehört, das ist doch der Typ, der irgendwie mal Call of Duty gebracht hat. Ich habe den noch nie in echt gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie der persönlich tickt. Und als ich das gehört habe, ich war richtig enttäuscht. Ich war bei Simon bestimmt 3 oder 4 Mal zu Hause und nicht irgendwie in einer 20er-Gruppe. Wir waren zu 2, zu 3, zu 4 bei ihm zu Hause. Er kennt mich zu 1 Million%. Ich war sogar in Vlogs bei ihm am Start. Er war in Vlogs von mir. Wir waren sogar Bowling spielen. Aber bevor diese ganzen Videos online kamen, hat mir ei blasi sogar schon auf Instagram geschrieben und mich so Sachen über Unge gefragt. Und ich habe dann ei blasi erstmal nicht geantwortet, weil ich mir dachte, ey, diese ganzen Mainstreamer sagen immer vor der Kamera, ey, wie geht Verschwörungstheoretiker, laber du Scheiße. Warum kommen dann YouTuber zu mir privat und fragen mich, was hat Person XY über mich gesagt? Oder warum merkt man dann immer wieder, dass ich doch recht hatte mit Sachen, die ich vor Jahren gesagt habe? Guck mal, ein ei blasi wurde von der Insel rausgeekelt. Ein Evanyo, der mit Unge sogar richtig gut war. Ich weiß auch, wo ich bei Unge war, hat er mir gesagt, boah, Evanyo hat mir Kameraequipment geholt, dies und das. Aber dann habe ich irgendwann gesehen, dieser Evanyo, der macht gar nichts mehr mit dem und so. Und das ist dann so weit gegangen, dass Evanyo sogar wieder zurück nach Deutschland gekommen ist. Bin mir sicher, dass Unge bei Evanyo auch irgendeine schäbige Aktion gebracht hat und er ihn alleine gelassen hat und nicht geholfen hat, wo er da auf der Insel war. Bruder, und dann sehe ich irgendwelche Weiber, die auf einmal über Unge auspacken, ne? Die selber voll fake sind. Da ist eine zum Beispiel, diese Nairu. Unge postet am 1. Januar, hab dieses Jahr noch gar nicht geweint. Und dann kommentiert sie, kommt noch. Und jetzt, Skin sitzt in seinem Zimmer, Shitstorm des Grauens, kein YouTube mehr. Assalamu alaikum. Sag mir, aus welchem marokkanischen Dorf du kommst. Ich glaube, du bist die Tante von Annie the Duck. Annie the Fuck is so viel. Bevor sich damals Unge mit dir das erste Mal getroffen hat, habe ich Unge ein Audio auf WhatsApp geschickt und ihm Folgendes gesagt. Cthulhu's Waifu, oder so heißt die. Das ist auf jeden Fall eine Hardcore-Supporterin von dir, ne? Und ich weiß, dass die jetzt bald nach Madeira fliegen. Aber bei der passt ein bisschen auf, Bruder. Ich sag dir ehrlich, im Vertrauen unter uns, weil die hat manchmal so kleine psychische Knacks. Ich wollte dir nur so sagen, als Bruder, pass auf, wenn du mit der bist. Nicht, dass du irgendwie deine Witze machst, die wir untereinander machen und so, weißt du? Aber nur damit du weißt, nicht, dass da wieder was passiert. Wie so in Richtung Abdel-Sache. Bruderherz, ich schwöre dir, ne?
ja, dicke Knacks. Die hat schon ihrem Freund so oft gedroht, Kind abzutreiben und sonst was. Deswegen, aber gut, wenn du die schon im Auge hast, dann okay. Und warum wusste ich das? Dieses Mädchen ist die Ex-Freundin von einem Kollegen von mir. Und die war einmal bei mir zu Hause mit meinen Kollegen. Und irgendwann hat sie dann diesen Beef mit Unge. Und dann kommentiert sie bei Twitter: Ja, geh nicht auf ABK, der ist unfassbar ekelhaft, der ist dies und das. Die macht schwanger OnlyFans-Bilder, willst du mich verarschen? Genau, da war ich schon hochschwanger. Und ich glaube, er hatte aber schon meinen OnlyFans abonniert. Weil ich selber habe tatsächlich auch eine Sozialphobie und ich... Wulla, ekelhaft, diese schäbigen Weiber, die mir sagen, sag mal, die haben Sozialphobie, aber ziehen sich auf OnlyFans aus und verkaufen irgendwelche Nacktbilder. Und es ist noch krasser, dann sagt sie in ihrem Video Folgendes. Es gibt ja diese gefilterten Nachrichten auf Instagram. Habe ich Fragen über meinen OnlyFans bekommen, obwohl ich das ja nicht mehr mache und weil ich eben zweifache Mama bin. Und die hat nicht aufgehört, weil die reflektiert ist und erwachsen von Mama ist. Die hat aufgehört, weil mein Kollege mit ihr vor Gericht war wegen Sorgerechtigkeit um das Kind. Und mein Kollege, die dann gebärbert hat, indem er gesagt hat, ey, sie lebt vom Jobcenter, sie lebt vom Staat. Wie kann sie zeitgleich OnlyFans machen und Geld kassieren? Du musst doch Gewerbe haben. Und dann musste sie aufhören, bevor sie noch mehr Probleme bekommt. Und solche Weiber gehen dann vor Kamera und wollen über andere Menschen reden. Ich finde es so abartig, wenn Eltern ihre Fürsorge für Klicks und Lacher missachten. Ich werde jeden Menschen für immer hassen, der sowas mit seinem Kind macht. Ihr seid widerlich. Die regt sich darüber auf, dass irgendwelche Leute ihre Kinder ins Internet stellen. Du postest Nacktbilder von dir im Internet. Wie sollen sich da deine Kinder fühlen, wenn die sehen, dass ihre Mutter Nacktbilder im Internet hat? Kommt so ein ekliger Weg, sitzt daneben dem in einer Klasse, sagt er, ich habe gestern Nacht auf deine Mutter einen Pechhitter gemacht und lacht ihm noch ins Gesicht. Das ist doch traumatisierend. Hol ich Akla und Umkleide raus, sag ich, boah, deine Mutter, ich guck mir heute Abend ihre Videos an, ihre Bilder. Boah, geil. Was will der Sohn dann machen? Für mich sogar traumatisierend, als jemand, für den so Bilder gemacht sind. Wisst ihr, was ich meine? Heute einfach mal 2 Antidepressiva eingeworfen, damit ich aufhören kann, mir die Schere ins Bein zu hauen. So richtig ADHS, damit der Leute schreiben, damit ihr Freund ihr vielleicht wieder schreibt. Eine Sache, die hat mich so hardcore aggressiv gemacht, ne? Die schreibt Folgendes: Alle, die sich freiwillig nicht gegen Corona impfen lassen, sollen doch bitte richtig krank werden oder abkratzen. Ich hab die Schnauze voll von dem Kack-Schwurbler-Siff. Guck mal, man merkt, dass du dich impfen lassen hast, weil du weißt gar nicht, was Interpunktion ist. Wulla, hat die sich impfen lassen gegen Corona, dachte ja am Ende, dass die kein LRS mehr hat. Einfach in FFP2 Corona-Masken reinkotzen und die geben und sagen, hier, jetzt impfe ich dich mal. Vor allem, die ist so famegeil, ne? Die war 12 Jahre lang auf ihrem YouTube-Kanal aktiv und kam jetzt plötzlich wieder, wo dieser Unge-Skandal war. Und die war dann sogar noch am gleichen Tag live. Und ich denke, mittlerweile kennen mich sehr, sehr viele. Also dadurch, dass Simon dieses Name-Dropping betrieben hat, hat er wirklich was ausgelöst. Und damals, ne, müsst ihr euch vorstellen, hat sie noch Folgendes gepostet, ne? Da war noch nicht dieser Unge-Skandal. Ich überlege, aus dem Internet zu verschwinden. Accounts bleiben online, aber ich bin offline. Ich kann einfach nicht mehr. Machst mit der ehrenamtlichen Promo-Phase. Jetzt hast du Reichweite gerochen und deine Accounts sind immer noch nicht deaktiviert. Aber ich glaube, nach diesem Video brauchst du gar nichts mehr machen. Sie postet dann noch auf Twitter Folgendes: Wenn man weiß, wie falsch jemand ist und sein wahres Gesicht nun kennt, ist es echt schwer, nicht sagen zu dürfen. Aber eines Tages kommt der Tag, an dem das Konstrukt zusammenbricht. Herzlichen Glückwunsch, heute ist dein Geburtstag. Und dann wird hoffentlich niemand mehr hinter dem stehen. Ich bin einfach so enttäuscht. Geht übrigens an eine Person, die in der Öffentlichkeit steht. Und kommt mir jetzt nicht mit ABK, warum gibst du da Aufmerksamkeit? Die ist doch voll irrelevant, ich bin auch irrelevant. Ich schwöre, meine Mutter interessiert nicht mal meine Videos. Alle Leute, glaubt mir, wenn ich euch sage, diese ganze Plattform ist gesteuert. Aber noch ein Montana Black, der bietet irgendwelchen anderen Influencern 35.000 Euro Schwarzgeld, damit die Videos offline nehmen. Hätte ich noch mein altes Handy und nicht alles gelöscht, hätte ich euch versucht, Beweise zu zeigen. Aber glaubt mir einfach, weil bei der Unge-Sache habe ich ja auch was gesagt und am Ende habt ihr gesagt, dass ich recht hatte. Ich lüge nicht vor der Kamera, vertraut mir. YouTuber, Meinungsblogger sprechen sich untereinander ab. Genauso wie sich diese Moki und Reefed abgesprochen haben, um Andy the Duck zu ficken, so haben sich jetzt auch Vic und Rachel abgesprochen, um Unge zu ficken. Und dann kamen natürlich die ganzen anderen Leute, weil die wussten, ey geil, okay, jetzt können wir alle Unge ficken. Aber es wundert mich nicht, dass die Leute jetzt erst über Unge auspacken. Weil zu der Zeit, wo ich was über Unge gesagt habe, hatte der noch einen extrem krassen Hype. Da ist jeder nach Madeira geflogen, um zu lutschen. Ich war der Erste, der sogar noch zu Unges Hype-Zeiten gesagt hat, Bruder, verpiss dich von mir, du bist ein Two-Face. Und überleg mal, er ist mir in den Rücken gefallen für andere YouTuber, die im Mainstream waren. Wie so Leute wie Tim Jacken zum Beispiel. Und heute ein Tim Jacken macht Videos gegen den. Genauso wie diese ganzen anderen Leute, Carina und was weiß ich was, die jetzt auf einmal alle über den auspacken. Warum hat keiner von diesen Influencern mir damals zugestimmt, wo ich gesagt habe, dass Unge fake ist? Ja, weil ich halt nicht Mainstream bin. Ob es jetzt ein Amar ist, der seinen ganzen Leuten in den Rücken fällt. Oder ein Let's Hugo, der seinen Zwillingsbruder verheimlicht und ihn mit 100 Zuschauern streamen lässt und keinen Bock hat, seinen Zwillingsbruder auf irgendwelche Events zu nehmen. Die sind alle ekelhaft. Vor allem fucken mich auch diese YouTuber ab, die eigentlich ohne Unge niemals existiert hätten. Weil ich meine, Unge, muss man auch zugeben, hat ja irgendwo diesen Reaction-Content auf YouTube auch erst richtig groß gemacht. Weil ey, immerhin wurde Unge damals dafür gehatet, dass er so Reaktions-Content macht. Der Content von
ungespielt mit den Reaction-Videos ist letztendlich billiger und leicht produzierter Content, weil man im Grunde nur auf Content von anderen reagiert. Klar, ich mache das bei mir im Livestream auch, aber ich lade es nicht auf meinem Hauptkanal hoch. Ich habe gerade mal eine Frage, das sind React-Videos? Warum gucken Leute sowas? Das ist doch im Grunde nur Content-Klau, oder nicht? Der guckt sich jetzt ein großes Video an vom anderen Channel, das ist nur Content-Klau. Und heute machen diese Leute, außer jetzt Gronkh, nur noch Reaction-Content. Da sehe ich irgendwelche Krombacher-Gesichter, so einen Tim Jacken, der dann da sitzt und sagt, ich wünsche mir YouTube 2014 zurück. Also bis 2014 willst du gar nicht auf YouTube existieren, geschweige denn irgendwelche lackierten Fingernägel haben, weil zu dem Zeitpunkt war das auch gar nicht ein Trend. Eine Sache, die muss ich noch ansprechen. ABK macht sich über Depressionen lustig, er hat Reef nicht ernst genommen. Ich habe Videos gemacht über Depressionen, über Selbstmord, bevor das Thema im Trend war. Walla lebt einen Tag mein Leben, mit 11 Jahren mein Vater ist in meinen Händen gestorben. Ich trage nachts meine Mutter 2-3 Mal zur Toilette, weil die nicht richtig laufen kann. Mein Cousin wird ermordet und sonst was. Ich kann euch von Depressionen reden, nicht ihr mit euren Luxusproblemen, wenn ihr da sitzt. Ich war den ganzen Tag live und Kopfschmerzen. Du Missgeburt, Alter. Was ist denn das? Das sind irgendwelche Streamer, die sagen euch vor der Kamera, ich habe vergessen, wer meiner Familie gestorben ist, weil ich zu viel Stress hatte. Wie, du vergisst, ein Grund, warum manche Menschen depressiv werden, ist, weil jemand in der Familie stirbt. Und ihr sagt mir, ja, das ist normal, dass sie vergessen hat, wer in der Familie gestorben ist. Aber vor der Kamera machen die mir auf hypersensibel und reden von, ich habe Depressionen, ich bin voll der sensible Mensch. Oder Bilder, ihr seid so ekelhafte Menschen, ich bekomme richtig Aggression, wenn ich diese Plattform hier sehe. Oh. Diese talentlosen Schrott-Streamer, die noch nie was erlebt haben, sitzen die ganze Zeit vor Kamera, Eltern gesund, beide leben noch, können jeden Tag live gehen, wohnen irgendwo alleine, haben sich von ihrer Familie abgekapselt, vergessen, sogar wenn der Familie stirbt. Bruder, die wollen mir dann von Gefühlen reden, von Emotionen, von Depressionen. Und Leute, versteht mich nicht falsch, außer ihr wollt es. Ich möchte keinem von euch seine Depressionen absprechen oder so tun, als hätte ich gar keinen Respekt davor. Nein, im Gegenteil, ich möchte euch eher davor schützen, euch motivieren, damit ihr nicht in sowas reinrutscht. Weil ich, als jemand, der auf Vorbildfunktion scheißt, finde das einfach gefährlich, wie leichtsinnig hier im Internet mit dem Wort Depression, posttraumatische Belastungsstörung umgegangen wird. Und vor allem, wenn ihr doch so sensibel seid, was das Thema Depression angeht, warum hat keiner was zu der Aussage von Phoebe gesagt? Leute, vertraut mir, wenn ich euch sage, die labern Scheiße. Das ist so, als würden die Placement für Psychologen machen. Wundert mich auch nicht. Ich meine, die haben ja auch teilweise Placement für Corona-Impfungen gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Die sitzen dann da, die reden extra so, ja, ich war voll down, ich hab's voll schwer und so. Damit ihr als Zuschauer denkt, boah, ich sehe mich voll in dem wieder. Dann wollen die so als Persönlichkeit an euch rankommen. Damit ihr die noch mehr feiert, noch verrückter nach denen seid, damit ihr euch am besten direkt deren Sachen kauft. Ich als jemand, der sich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und generell auch sowas durchlebt hat und sonst was, kann euch sagen, dass ich weiß, wovon ich rede. Passt auf! Wenn ihr euch die ganze Zeit einredet, ich bin depressiv, dann bist du irgendwann depressiv. Aber ihr wisst doch, wie das ist. Negative Gedanken sind wie Fastfood. Positive Gedanken ist schwieriger zu machen, deswegen hat man die auch seltener. Mal voll unter Druck sein, voll unter Stress sein, voll traurig sein, heulen und sonst was, ist normal. Das gehört zum Reifungsprozess dazu. Das gehört dazu, du lernst deine Emotionen, deinen Körper, deinen Geist, du lernst das kennen. Ihr entwickelt ein Bewusstsein für euch selbst. Aber das dann direkt als Depression darzustellen, wie mit diesem Begriff Depression umgegangen wird. Und dann kommen mir noch so Luxusschwänze an, die mir dann sagen, aber man muss nicht sein Leben mit dem Leben von anderen vergleichen, weil Leute, die in Gaza gelebt haben, ist ja klar, dass die ganz andere Probleme haben als wir. Guck mal, bei allem anderen vergleichen sich die Leute miteinander. Der hat mehr Geld als ich, der hat bessere Noten als ich, der hat eine geilere Freundin als ich, der hat mehr Erfolg als ich. Aber wenn es um das Thema Depression geht, dann sagt ihr, nein, man muss sich nicht mit anderen Leuten vergleichen. Natürlich, vergleich dich mal mit Leuten, die es viel, viel schlimmer als du haben, um dich selber auch zu schützen, um dich mental auch zu stärken. Wenn du dann mal da sitzt in deinem Zimmer und überlegst, was anderen Leuten alles widerfahren ist, dann checkst du auch, ey Bruder, das, worüber ich gerade rumheule, sind eigentlich noch Luxusprobleme. Nicht direkt da sitzen und sagen, oh, ich bin depressiv, man mit alles scheiße. Ihr macht jeden Tag auf YouTube Reactions, reagiert auf so viele Videos, reagiert aber nicht einmal auf euch selbst, indem ihr euch mal von außen betrachtet und wie ein Video seht, um dann endlich mal zu checken, dass ihr die ganze Zeit Schauspieler eures eigenen Lebens seid. Ehrlichkeit, kennt ihr das Wort Ehrlichkeit? Sprecht mal bitte mehr von Ehrlichkeit, bevor ihr anfangt von Depressionen zu sprechen. Wie wollt ihr von Depressionen sprechen, wenn ihr nicht einmal ehrlich zu euch selbst und vor allem zu euren Zuschauern seid? Ihr habt nicht Depressionen, ihr habt Halluzinationen. Ihr bildet euch ein, etwas zu sein, was ihr gar nicht seid. Und das ist passiert, weil ihr euch bei YouTube die ganze Zeit verstellt. Die sind jeden Tag live, machen jeden Tag Videos. Und irgendwann ist das so, die haben dann mit ihrer Kamera mehr zu tun, als mit dem echten Leben und vor allem als mit sich selbst. Bis die sich dann irgendwann diesen eigenen Verrat angeeignet haben und dann checken die gar nicht mehr, wie krass die sich von ihrer eigenen, echten Persönlichkeit entfremdet haben. Weil die machen ja nach einer Zeit nur noch das, was die Zuschauer wollen oder was die Firmen von denen wollen.
verarschen sich selbst, sitzen dann da, hören noch von euch Zuschauern, oh, voll schön, dass du das gesagt hast, boah, voll krass, ich fühle dich, boah, ey, geil. Dann bekommen die diese Anerkennung von euch Zuschauern, von den Werbepartnern und dann verlieren die sich in diesem ganzen Ruhm. Aber die einzig wahre Anerkennung, nämlich, dass die sich selber anerkennen, haben die ganze Zeit nicht. Viele von diesen Leuten sind nichts außer eine reine Lüge. Und deswegen stürzen sich auch mal alle Influencer auf irgendein Thema, weil es eben die breite Masse hören will. Und daher kommt auch dieses Sprichwort, zeigst du mit einem Finger auf jemanden, zeigen vier auf dich. Und Leute, warum sage ich das Ganze? Ich will einfach, dass Influencer endlich anfangen, sie selbst zu sein, ehrlich auszusprechen, was die wirklich denken, nicht was die breite Masse hören will. Hört auf, Angst zu haben vor irgendwelchen Dislikes oder Hate-Kommentaren. Bitte, seid einfach ihr selber. Ja Leute, das war's mit dem Video auf jeden Fall. Ich hoffe, ich konnte irgendwas dazu beitragen. Keine Ahnung. Ja, wir sehen uns. A two-step, hey. A two-step, come on. Two-step, hey. Hey, it's just like this. Two-step, a two-step. With that roots, say to yourself, I'm gonna have a good day. All my homies gonna ride today.